erinnert mich an diesen Typ von Scrubs. Nur dass du ihn leider verkehrt drum und falsch geschrieben hast. Und deine Kopfhörer sind geil, die will ich auch. Wo sind die her? Wozu brauchst du die denn her? Hast du nicht auswendig gelernt? Und dein Zimmer mit den Dingern da erinnert mich grad an Kindergartenpuppen für Dreijährige, eine sogar mit pinken Haaren. Jetzt hast du einen Bart, wo damals noch deine Schminke war. Dein ideales Selbstbild passt gar nicht zu deinem Kinderkram. Und deine Aussprache, betonst du das immer so? Mir kommt es so vor, als würde ein Mikrofon in deinem Hintern wohnen. Und ja, du bist nicht schlecht, zumindest besser als die meisten. Doch hättest du einen Beweis, müsste das Battle hier nicht sein. Und ich versteh's nicht, was du Idiot hier manchmal für einen Scheiß bringst. Erklär mir mal den Sinn. Egal, Hauptsache reimt sich. Und dein Kuhstall, der war offen, doch du hast da gar nichts hängen lassen. Genau wie deine pinke Leggings, wird das hier eine enge Sache. Hey TJ, lange nichts gehört, sag mal, wo warst du denn? Und warum pickst du so einen Beat, weil du öfter am Fahrstuhl pennst? Ist das geil? Erklär mir das mal. Würde gerne vor Wut kochen, doch der Herd ist nicht da. Leg mal dein Handy weg, denn du hängst anscheinend zu oft in der Warteschleife. Mann, auf diesen Beat macht es keinen Spaß, irgendeinen Part zu schreiben. Ist das dein Ernst? Ich versteh das nicht, du Keck. Doch zum Glück bin ich eine Frau, nimm einfach Zählerwische und weg. Und ich hab da was gesehen, Alter, ich schwöre, ohne Scheiße. In seinem Video hat er sich wirklich als tot verkleidet. Was willst du damit beweisen? Glaub mal nicht, du machst mir Angst. Mich wundert eher, dass du Punk dich nicht als Clown verkleidet hast. Und deine prominenten Hooks sind ziemlich gut, doch sind wir ehrlich, Mann, was soll der ganze Mist? Wird doch sowieso nicht bewertet. Und ich scheiß auch auf die Favoritenrolle deinerseits. Ey, auch wenn du gewinnst, war das sicherlich keine Leichtigkeit. Außerdem verstehe ich den ganzen Hype um dich so gar nicht. Es ist doch auch nicht interessant, wenn jemand Scheiß hochstapelt. Und ich weiß, wie du mich disst. Da kommt sowas wie Zahnersatz. Du scheinst mir nicht ganz dicht wie eine Fotze, die ihre Tage hat. Ey TJ, lange nichts gehört, sag mal, wo warst du denn? Und warum pickst du so einen Beat, weil du öfter am Fahrstuhl pennst? Ist das geil? Erklär mir das mal. Würde gerne vor Wut kochen, doch der Herd ist nicht da. Leg mal dein Handy weg, denn du hängst anscheinend zu oft in der Warteschleife. Mann, auf diesen Beat macht es keinen Spaß, irgendeinen Part zu schreiben. Ist das dein Ernst? Ich versteh das nicht, du Keck. Doch zum Glück bin ich eine Frau, nimm einfach Zählerwische und weg. Mm-hmm.